Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil zu meinem Bücherlesemonat Juli, die ja, letzten 8 Bücher sozusagen. Ich habe ja auch hier den Büchermonat wieder aufgeteilt. Insgesamt habe ich 16 Geschichten genossen, Bücher gelesen und auch gehört und habe euch in der letzten Woche die ersten 8 Bücher des Monats gezeigt. Ich verlinke euch das Video auch mal unten in der Infobox. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, schaut natürlich danach auch super gerne da mal mit vorbei. Und jetzt kommen eben die 8 Bücher der zweiten Hälfte des Julis. Insgesamt 16 Bücher, die sich aufteilen. 8 Bücher waren haptisch, 4 Bücher E-Book und 4 Bücher Hörbuch. Ich habe rund 176 Seiten pro Tag gelesen im Durchschnitt. Ich glaube schon, dass es in meiner Urlaubszeit, die besonders dann die 2 letzten Juliwochen waren, definitiv mehr waren, weil ich hier wirklich bei dem schönen Wetter nach einer langen Wanderung am Morgen nachmittags wirklich den Leseflow genossen habe. Oder auch wenn man abends dann irgendwie im Bett liegt, ein bisschen eingemummelt, auch bei 30 Grad habe ich eine dünne Decke im Bett, ja. Und meistens auch eine Katze oder ein Hund und eine Katze. Also definitiv ein bisschen wärmer. So eine kleine dünne Decke geht gefühlt immer. Und dann liest man einfach, ohne dass man auf die Uhr schauen muss. Und auch morgens, wenn man irgendwie aufsteht und vielleicht das Wetter war ja an dem einen oder anderen Tag nicht ganz so sommerlich. Und man einfach weiß, man hat jetzt keinen Zeitdruck, man muss nichts erledigen, sondern man kann sich jetzt einfach schon so eine Stunde Zeit nehmen. Das war so, so, so schön. Das genieße ich an Urlauben, gerade wenn man sie zu Hause verbringt, definitiv sehr. Es ist der seitenstärkste Monat des Jahres gewesen. Buchstärkste war tatsächlich der Januar, aber da sieht man mal natürlich, je nachdem, wie viele Seiten ein Buch hat, kann das natürlich auch variieren. Und es ist auch mehr gelesen worden, als eingezogen ist. Die Neuzugänge habt ihr ja auch bereits gesehen. Wenn nicht, schaut auch da super gerne mal mit vorbei. Und ich habe über 5400 Seiten gelesen, habe auch einiges weggehört, nämlich knapp 27 Stunden. Und insgesamt bin ich bei einer Sternebewertung von 3,7. Und ich habe es im letzten Büchermonat schon angesprochen, so diese guten Bücher, also 3, 3,5, 4 Sterne. Ach, manchmal bin ich da echt so ein bisschen genervt von. Weil sie sind ja nicht wirklich schlecht, man bricht sie auch nicht ab, aber irgendwie haben sie trotzdem Dinge, die einem manchmal nicht so gefallen. Auch darüber können wir uns super gerne mal in den Kommentaren austauschen, wie da eure Gedanken so sind. Ich bin da immer so ein bisschen im Struggle, wie man so schön sagt, so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ja, es ist, wie es ist. Ja, ich habe im Juli auch ein bisschen an Schnipseln. Immer so nach 3, 4 Büchern habe ich versucht, meine Gedanken zusammenzubringen. Damit starten wir jetzt sozusagen auch den Büchermonat. Also die zweiten 8 Bücher des Monats. Und ich wünsche euch damit jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall danach nochmal wieder. Dann wurde es ein bisschen ägyptisch und auch ein bisschen Fantasy-lastig mit Wüstenjuwel von Ulrike Koch. Ich bin ein großer Ägyptenliebhaber und auch wenn es in diesem Jahr für mich nicht nach Ägypten geht, sondern in ein anderes orientalisches Land, war ich natürlich sehr happy, ein bisschen ägyptische Luft zu schnuppern in diesem Fantasy-Buch. Mich hat das Buch direkt angesprochen vom Klappentext und dann auch vom Cover, als es herauskam, und auch der E-Book-Preis von 2,49 ist wirklich ein Schnäppchen. Für mich selbst ist es ein Rezensionsexemplar, worüber ich sehr dankbar bin, aber für alle, die vielleicht auf der Suche sind nach einem günstigen E-Book, da sollte man auf jeden Fall immer mal so ein bisschen die Neuerscheinungen im Blick haben und einfach da auch so ein bisschen gespannt drauf sein, was sich da so dahinter verbirgen könnte. Ja, wir erfahren zu Beginn der Geschichte ja tatsächlich die Geschichte der ägyptischen Götter, der damaligen Geschichte, wie die Götter die Welt erschaffen haben, welcher Gott im Grunde für was auch immer zuständig war, damit diese Erde so entsteht, wie sie entstanden ist, denn die Ägypter glaubten ja früher eher an die Vielgötterei, nicht wie wir das hier in unserem Breitengraden dann doch eher tun, im Sinne von, ja, es gibt nur einen Gott, der die Welt erschaffen hat, sondern die alten Ägypter haben eben an viele Götter geglaubt. Und es gab dann eben auch einen verheerenden Krieg unter den ägyptischen Göttern, die fast dazu geführt haben, dass die Menschheit und auch die Welt zerstört wurde, doch es gab dann eben eine Einigung, einen Frieden, und um diesen Frieden zu erhalten, fordern die Götter jeweils 8 Menschen jedes Jahr ein als Gegenleistung eben für die Rettung der Welt und für den Frieden. Und ja, es erinnert ein wenig an Panem, hat aber überhaupt nichts in diese Richtung miteinander zu tun.
Wir treffen auf die junge Kija, die einen Brief erhält und eben erfährt, dass sie eine der Auserwählten ist. Und sie verhält sich an ihrem letzten Tag doch ein bisschen auffällig, sodass ihr Zwillingsbruder Amun ja so ein bisschen dahinter kommt und spürt, dass irgendetwas ist. Er findet dann auch diesen Brief und gibt sich dann eben als seine Schwester auf und nimmt ihren Platz sozusagen ein und reist in die Götterstadt, die sagenumwoben ist, und zwar nach Hermopolis. Und ja, denkt sich erstmal in Sicherheit, beziehungsweise ist auf alles gespannt, was da passiert. Denn wenn man dort einmal angekommen ist, kommt man eigentlich nicht mehr zurück. Doch auch Kija folgt dem Tross und ihrem Bruder nach und wird allerdings dann erwischt vom Gott des Todes von Anubis. Und der hat so seine eigenen Pläne mit sowohl dem Bruder als auch mit ihr und weiht sie da so ein bisschen auch in diese Geschichte mit ein. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen was an Verstrickungen, an Götterdiskussionen, Kriegen und natürlich auch einer zarten Liebesgeschichte. Da ich aber schon sagen muss, dass die Beziehung der Geschwister definitiv im Vordergrund steht und man spürt, dass die Liebesgeschichte eher so ein bisschen im Hintergrund verläuft, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut fand. Und so erfahren wir ganz viel über die ägyptischen Götter, über dieses sagenumwobene Stadt, um Götterkriege und wie man Göttern irgendwie auch Einhalt gebieten kann, und sind da im Grunde ganz, ganz nah dabei. Für mich war das wirklich eine tolle Romantasy mit spannenden Elementen. Es gab sehr viel Ägypten, sehr viel Götter. Das Feeling war wirklich gut und hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Sprachlich ist die Geschichte sehr einfach gehalten, was ich sehr gut fand. Man ist sehr schnell durch die Geschichte durchgekommen. Es waren gute Kapitel, die sich abgewechselt haben, auch von den Blickwinkeln, sowohl Kija als auch Amun, als auch so der ein oder andere Charakter, der uns so ein bisschen in seinen Blickwinkel mitnimmt. Ich mochte auch so die Ich-Perspektive, die hier eingenommen wurde, weil wir doch sehr nah an den Charakteren dran sind, an den Gedanken, Gefühlen, an den Dialogen, an dem Miteinander. Das fand ich richtig gut. Es war sehr spannend. Wir wurden so direkt in die Geschichte hineingeworfen und es gab spannende Wendungen, wirklich ganz interessant auch ausgearbeitet, wie uns diese Welt gezeigt wurde, wie uns diese Götterstadt gezeigt wurde, auch überhaupt, was es so mit den Göttern auf sich hatte. Das hatte mir richtig, richtig gut gefallen. Die Geschichte kam sehr schnell zu den, ja, ich sag jetzt mal, aufregenden Punkten. Also wir hatten hier wirklich einen roten Faden, der durchgesponnen wurde, und ich fand es toll, dass wir die Geschwister begleiten durften, dass sie so durch ihr Zwillingssein eine so enge Bindung hatten und trotzdem natürlich so ein bisschen was anderes gedacht und gefühlt und empfunden haben. Und ich fand es schön, dass das so im Vordergrund war. Auch die Nebencharaktere, die uns begleitet haben, fand ich ganz toll. Und auch wenn, wie vorhin gesagt, es anfänglich vielleicht an Tribute von Panem erinnert, ist der einzige Teil tatsächlich, der irgendwas miteinander zu tun haben, dieses Tributsein, damit eben Frieden herrscht. Alles andere, es gibt keine Hungerspiele, es gibt keine Kämpfe, sondern es ist tatsächlich ganz anders, als man anfänglich vielleicht denkt. Und man merkt, dass es tatsächlich diese Richtung, ja, dass das einfach toll ist. Dass wir hier zwar diesen Aufruf zum Dienen haben, aber dann eben doch etwas ganz anderes hinten rauskommt. Und das mochte ich tatsächlich sehr, dass es auch so überraschend war und durchaus auch ein bisschen innovativ war und ich diesen ganzen Rahmen rund um Ägypten einfach toll war. Es ist gut rübergekommen, wie Ägypten irgendwie ist, wie es heute ist, wie es früher wahrscheinlich gewesen ist, was es so mit den Göttern auf sich hat, wenn die Götter eben doch wieder zu den Menschen zurückkehren. Und gerade ja die ägyptischen Götter, an die glaubt ja im Grunde gar niemand mehr, wie toll es ist, wenn das so in Vergessenheit geraten ist, aber wir eben aktiv in dieser Zeit drin sind und eben die ägyptischen Götter nie verschwunden sind, sondern noch Teil des menschlichen Lebens sind. Und ich mag das, wenn Götter auf Erden wandeln und wir so diese Macht und diese Magie und dieses Besondere spüren. Das gefällt mir tatsächlich in Fantasy-Geschichten oftmals sehr, sehr, sehr gut. Das hat Ulrike Koch richtig gut gemacht. Mich hat die Geschichte rund um die Geschwister auch emotional gut erreicht. Ich fand die Bindung wirklich glaubwürdig und auch die Entwicklung der beiden sehr authentisch und nachvollziehbar. Ich muss sagen, manchmal war es ein bisschen oberflächlich. Gerade Dialoge oder wenn so Pläne ausgeheckt wurden oder Freundschaften oder Verbündete irgendwie zusammenkamen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgründigkeit gewünscht. So war mancher Dialog einfach sehr konstruiert, oberflächlich, wo ich denke, ah, ist das jetzt wirklich das Einzige, worüber ihr sprecht? Eigentlich müsstet ihr noch Thema ABC, und woher wusstet ihr das, ohne dass wir bei dem Dialog dabei waren? Ich hätte mir auch einen längeren Blick in die Vergangenheit gewünscht, tatsächlich. Das kam mir fast auch ein bisschen kurz, aber
ja, die Charaktere toll gezeichnet, die Götter großartig gezeichnet und das Ende war vielleicht eine Spur zu schnell. Vielleicht hätte ich mir da noch 30, 40 Seiten mehr gewünscht. Das wirkte ein bisschen hastig, aber vielleicht gab es auch einfach so eine Obergrenze an Seiten. Und dennoch fand ich es ein gutes Buch. Also es war ein tolles Standalone. Wer Romantasy mag mit weniger romantischen Anteil, der wird hier auf jeden Fall seine Freude haben. Wer mal in diese ägyptische Götterwelt eintauchen möchte, wird Spaß haben. Wer so dieses Geschwistergespann vielleicht auch spannend und interessant findet, also fand ich wirklich toll. Eine tolle Geschichte, die mich wirklich auch an vielen Stellen begeistert hat. Und ja, ich mich einfach gefreut habe, ein bisschen ja, nach Ägypten zu reisen und diese Luft ein wenig zu schnuppern in diesem Jahr, wo es für mich eben nicht dahin geht. Weiter geht es mit Ein schottischer Buchladen zum Verlieben von Emma Bischoff. Es ist der Auftakt einer Trilogie, die Serie der Geschichten umfasst, die Geschichten von drei Freundinnen von der Isle of Mule. Teil 2 wird ab September erhältlich sein und der dritte Teil ist für März nächsten Jahres angekündigt. Gibt es leider nicht als Hörbuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass dieser Wohlfühlroman für mich sogar zum Hören noch etwas besser gewesen wäre, als ihn jetzt als E-Book zu lesen. Ich danke aber natürlich trotzdem dem Verlag fürs Rezensionsexemplar, weil ich so jetzt im Urlaub auch mal nach Schottland reisen durfte, was ja auch, sag mal so, in den Top 10 meiner Reiseländer drinsteht und ich tatsächlich da auch in echt super gerne mal hinreisen wollen würde. Ja, wir sind, wie es der Reihenname schon verrät, in Schottland. Wir sind auf der Isle of Mule und das ist eine schottische Insel und hier scheint auch die Welt noch komplett in Ordnung zu sein. Wir sind hier dabei, als die Touristen so langsam wiederkommen. Wir befinden uns im Frühling und so bereichern eben diese natürlich das Leben der Einheimischen. Die Einwohner kommen so ein bisschen aus ihren Löchern heraus, machen alles wieder so ein bisschen Frühlings- und Touristenfit. Und wir haben eben drei tolle Freundinnen, die alle ihre eigenen Läden haben. Wir haben eben einmal den Buchladen, wir haben eine Bäckerei und auch einen Blumenladen. Und die drei Mädels halten seit ihrer Kindheit zusammen, sind wirklich sehr eng miteinander befreundet, helfen sich auch immer wieder zwischendurch. Und wir begleiten jetzt im Auftakt Allison, die den Buchladen führt, wie es der Titel natürlich schon verrät. Und zusammen mit ihrem Vater wohnt sie im Cottage ihrer Großmutter, die auch vor kurzem erst verstorben ist. Ihre Mutter ist früher einfach mal so von dannen gegangen und seitdem war sie nicht mehr gesehen. So hing eben Allison sehr an ihrer Großmutter, hängt auch sehr an ihrem Vater und natürlich auch an ihrem Buchladen. Eines Tages kommt ein Mädchen bei ihrem Buchladen vorbei. Anfangs schaut sie nur durch die Schaufenster. Irgendwann kommt sie in den Laden hinein, ist relativ ruhig und schüchtern. Und sie merkt dann aber recht schnell, okay, zu diesem Mädchen gehört natürlich auch ein Vater. Und wir treffen auf Jamie, das ist der Vater des Mädchen. Und der ist eben mit seiner Tochter jetzt auf die Isle of Mule gezogen, auf die Farm, die damals seine Eltern bewohnt haben. Und ja, Allison merkt recht schnell, okay, sie kennen sich eben auch aus der Schulzeit. Und es bahnt sich zwischen den beiden auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte an. Gleichzeitig gibt es aber natürlich so ein bisschen Probleme für das kleine Mädchen, das so ein bisschen Probleme in der Schule hat und da gemobbt wird. Und es gibt eben auch Probleme mit dem Laden der einen Freundin und dann spitzt sich das natürlich auch so in der ein oder anderen missglückten Situation zusammen und gerade auch so die anfängliche Skepsis und auch so die Stolpersteine, die gelegt werden, ja, entwickelt sich natürlich so eine Freundschaft und dann eben auch natürlich eine Liebesgeschichte. Für mich war es wirklich ein perfekter, leichter Wohlfühlroman. Es war ein lockerer, leichter Schreibstil. Ich fand es perfekt einfach so für zwischendurch. Mehr braucht man manchmal ja im Sommer bei 30 Grad am Ende tatsächlich nicht als einfach gute, leichte Unterhaltung. Meine Ansprüche an Liebes- bzw. Wohlfühlromanen, die sind eben einfach nicht so hoch, wie ich es vielleicht zum Beispiel bei einer Fantasy oder einem Thriller habe. Dementsprechend kann man mich in diesem Genre relativ leicht unterhalten, seltener tatsächlich begeistern, was eben hier in der Geschichte dann auch so ein bisschen gefehlt hat. Besonders gelungen fand ich die Freundschaft der drei Mädels, die wirklich sehr vordergründig war, was ich toll fand. Ich fand es toll, dass die Frauen im Vordergrund stehen, ihre Freundschaft, wie sie einander helfen, wie sie füreinander da sind, wie sie füreinander gerade stehen, wie sie sich unterstützen. Ich fand es toll, dass das so eigentlich dieses Hauptthema wirklich dieser Geschichte war. Und ich freue mich da tatsächlich, dass diese Geschichte der Mädels eben in anderen Bänden auch noch weiter erzählt wird. Ich finde es schön, wie das uns eben mitgenommen wird, wie uns das näher gebracht wird und wir dann eben so ein bisschen eben erahnen können, was uns die anderen zwei Mädels, Frauen dann noch erzählen werden. Die Liebesgeschichte, muss ich ehrlich sagen, die war fast zu hintergründig.
was ich jetzt gar nicht schlimm finde, aber sie war mir eben auch sehr oberflächlich. Es ging relativ schnell, dass da eine Anziehung war, dass sie sich kennengelernt haben, dass sie sich verliebt haben. Es kam ein recht schnelles, oh, ich bin verliebt, ich liebe dich. Und ich dachte so, puh, Leute, das sind erwachsene Menschen, die im Leben stehen. Und gerade von Jamie, der ja auch noch eine Tochterverantwortung hat, das ging mir viel zu schnell. Und es war viel zu oberflächlich. Es wurde auch viel zu schnell manchmal in die andere Richtung gestritten, Stolpersteine gelegt, darüber auch gestürzt, wo ich dachte, oh Leute, lasst euch doch nicht so aus der Ruhe bringen. Also ihr seid doch... Und ja, jetzt ist das vielleicht ein merkwürdiges Denken, aber wenn man irgendwie ein bisschen älter ist, hat man ja eine gewisse Erfahrung und geht mit Dingen, die einem passieren, auch einfach ein bisschen anders um, als wenn man als 16-Jährige das zum ersten Mal erlebt. Na, also das meine ich mit, ihr seid doch älter, ihr steht im Leben. Wir haben hier eine selbstständige Buchhändlerin, wir haben Jamie, der eine Farm führt, der sich hier wirklich für sehr bio-artgerechte Haltung von Milchkühen, insofern, also ja, aber da wirklich so auch ein bisschen der Fokus drauf gelegt wird. Und dann stolpern die über so kleine Steine, wo ich denke, oh Leute, das bringt euch aus der Ruhe, also da hoffe ich ja, dass ihr nie größere Probleme habt. Und das war mir eben manchmal einfach zu oberflächlich und zu schnell abgearbeitet. Auch so das besonders große Geheimnis von Allisons Mutter, boah, das fand ich viel zu drüber, viel zu viel, das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht, dass wir nicht nur die Verwicklungen von Jamies Familie haben und von Allison und ihrem Problem und die sie miteinander haben und die Tochter hat und dann die Freundinnen auch noch so Probleme haben. Nein, da müssen wir irgendein Geheimnis von vor 10, 15 Jahren auch noch irgendwie lösen. Es war mir manchmal einfach zu viel. Ich hätte mir da einfach so ein bisschen eine schönere Liebesgeschichte gewünscht, dass die eben so ein bisschen, schon ein bisschen kitschiger tatsächlich hätte auch sein dürfen. Die Liebe zu Büchern, das hat mir hier aber sehr gut gefallen. Man spürt Allison, dass sie Bücher liebt, auch dass es wirklich im Vordergrund, im Fokus steht, wie sie mit Buchempfehlungen umgeht, wie sie da über Bücher und das Lesen denkt, auch dass die drei Freundinnen eine Art Buchclub haben. Das fand ich richtig schön. Was mir aber dann gefehlt hat, ist schon, dass Schottland ein bisschen hätte mehr sein können. Also ich muss sagen, ich lese ja doch öfter mal Geschichten aus Schottland, aus Irland, aus diesen Regionen und habe mir so gedacht, also diese Geschichte hätte gefühlt auch überall sonst spielen können. Sie hätte auch irgendwie in einem kleinen Städtchen in Kanada spielen können oder also wo das Wetter so angebracht ist. Also das fand ich sehr schade, dass die Landschaft nicht sehr bildhaft eingefangen wurde, man nicht so klassisch irgendwie schottisch unterwegs war und dass der Ort so austauschbar war. Das war echt schade und das... Da hadere ich jetzt auch gerade so ein bisschen mit mir, ob ich die Reihe weiterverfolge, weil ich würde mir natürlich schon mehr Schottland wünschen, gerade wenn es ja ein schottischer Buchladen ist. Also so, da hätte man durchaus auch mal ein bisschen das ein oder andere Klischee mitnehmen können. Aber ja, alles in allem eine unterhaltsame Geschichte, aber leider auch nicht mehr und durchaus so mit 2, 3 Kritikpunkten, die mir eben noch zum Überlegen geben, ob ich diese Reihe weiterverfolge oder nicht. Dann ging es in die Ferne und zwar in der Ferne scheint das Glück von Veronika Danzer mit Christine Ullmann. Das ist der zweite Band der Sehnsuchtsorte-Reihe. Ich habe noch 2, 3, die auf dem Sub liegen und insgesamt gibt es 18 Geschichten. Es wird wohl nicht weitergehen, weil der Eden Books Verlag jetzt irgendeine andere Verlagsgruppe übergegangen ist und ich glaube, damit ist die Reihe auch irgendwie beendet. Es sind ja keine fiktiven Geschichten, sondern echte Geschichten der Autorinnen, als sie eben irgendwie auswanderten oder an einen anderen Ort gingen, sich einer anderen Herausforderung stellen. Und ich glaube, ich hatte 2 Highlight-Bücher und wirklich sehr viele, die mich sehr gut unterhalten haben. Und ich glaube auch so das ein oder andere Buch, was nur so okay war. Also gibt es tatsächlich in dieser Reihe auch. Ja, die Autorin liebt Pferde, seitdem sie ein junges Mädchen ist und ist auch ein ziemlicher Sturkopf. Das fängt schon an in ihrem Jugendalter, dass sie die 10. Klasse unbedingt weit weg von zu Hause machen möchte, dass sie dafür in ein anderes Bundesland geht, dass ihr Vater damit nicht ganz einverstanden ist, aber sie so den Rückhalt ihrer Mutter hat, sie dann bei irgendeiner Tante wohnt, aber merkt, dass doch alles gar nicht so einfach ist, dass sie wieder zurückkehren möchte, dass sie dann mit Pferden arbeiten möchte, aber da auch merkt, dass eben Pferde Liebe und Arbeit mit Pferden doch 2 unterschiedliche Dinge sind, dass das Leben wirklich sehr hart ist, wenn man mit Pferden arbeitet, dass auch wie man selbst vielleicht Tierliebe empfindet, für andere oftmals nicht der Fall ist. Also es gab hier schon 2, 3 Beispiele, wo man merkt, dass es manchen Menschen nur auf diesen Prestige ankommt, ein Pferd zu haben, ein Pferd zu besitzen und dass eben Tierliebe manchmal auch einfach an ihre Grenzen stößt. Dann verreist sie erst mit einer Freundin nach Ghana und merkt hier so ein bisschen, dass das Leben freier, leichter und schöner sein kann. Sie trifft dort auch auf
besoffenen jungen Mann und später bricht sie dann im Grunde auch noch nach Tobago auf. Da nimmt sie uns eben auch auf ihre Reise mit. Also wir sind also mitten in der Karibik und auch dort trifft sie dann auf einen jungen Mann, mit dem sie eben einen Neuanfang startet und merkt aber doch schnell, dass es sehr große Herausforderungen gibt und ja auch ein besonderes Pferd, das sie besitzen möchte. Das ist ziemlich einer der ersten Sätze und der hat mich sehr, sehr gestört. Und zwar heißt es hier, es ist ein freilaufendes Pferd. Ich wollte dieses Pferd, das keinen Menschen in seiner Nähe ließ, unbedingt haben. Und das war so eigentlich schon auf Seite 5, 8, wo ich dachte, also ich weiß nicht, wie ich Menschen finde, die ein Tier haben wollen. Also ja, ich möchte auch einen Hund oder ich wollte einen Hund, ich wollte Katzen. Aber ein freilaufendes Tier, also das ist ja wie wenn ich jetzt mit Delfinen schwimme und sage, diesen Delfin will ich haben. Ja, was mache ich dann? Packe die Machete aus und nein, das ist... Ja, also ihr merkt, ich bin ein bisschen unmutig in diese Geschichte gestartet tatsächlich, weil mich dieser Satz doch sehr hellhörig hat gemacht. Und dann muss man schon sagen, dass es hier eins der schwächeren Bände ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass es das zweite Buch in dieser Reihe ist, dass man vielleicht da noch nicht so ganz die Feinheiten im Lektorat, im Korrektorat hatte, dass man hier auch jeden einfach frei hat erzählen lassen. Denn ich fand, dass der Stil doch sehr holprig war. Viele Dinge und Erzählstränge waren in viel zu kurzer Zeit viel zu knapp erzählt. Es gab Sprünge in der Handlung, wo ich dachte, wie sind wir da jetzt hingekommen? Wie ist sie denn auf einmal von Ghana wieder in Deutschland und was macht sie jetzt in Tobago? Was ging da in ihrem Kopf vor? Das fand ich sehr schwierig. Es ist immer schwierig, Lebensgeschichten zu bewerten, denn es ist ja ihre Lebensgeschichte. Aber so die Art und Weise, wie sie erzählt, die kann man ja durchaus kritisieren. Kaum geschah eben irgendwie das eine, änderte sich ihre Meinung, ihre Gedanken und dann waren wir woanders. Wir waren mit jemand anderem. Es ging alles viel zu schnell, ohne Erklärungen, ohne Erklärungsversuche. Es gibt ja auch Handlungen, die ich gar nicht verstehen muss, aber zumindest der Versuch, dass man denkt, okay, der Leser sollte begreifen, was in meinem Kopf vorgeht. Das hätte ich mir gewünscht. Oder auch so die Motivation dahinter war manchmal gar nicht nachvollziehbar. Dennoch waren wir an einigen Orten, die sie sehr gut beschrieben hat, wo sie auch die Menschen, die dort wohnten, gut beschrieben hat, wo sie so das Miteinander wirklich gezeigt hat, erklärt hat, auch so die Unterschiede, wie sie eben sonst ihr Leben verbracht hat. Das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Das war auch sehr greifbar erzählt. Es ist eins der schwächeren Bände, denn ich finde schon, man spürt ganz gut die Höhen und Tiefen in einem Leben, aber so wie hier mit den Pferden und dem Besitz davon umgegangen würde, das fand ich schon ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und es wirkt eben oft auch sehr egoistisch. Und das finde ich, ja, jetzt ist das Buch natürlich eine Spur älter. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Bücher aus der Reihe erschienen sind, aber ich würde mal sagen, bestimmt 5, 6 Jahre, gibt es hier gar keinen Datum, was haben wir hier? Steht da gar 2016, naja, sind sogar 8 Jahre. Ja, wahrscheinlich hat man da einfach trotzdem einen anderen Blick auf die Tierwelt gehabt. Will ich gar nicht anders beschreiben, aber ich fand es schon auch oft sehr unreflektiert und ich mir so dachte, Mädel, halt doch mal inne. Denk mal drüber nach, was dein letztes, und jetzt möchte ich Mädel gar nicht abwerten, ne? Aber sie war ja auch noch eine junge Frau. Und dachte ich mir, halt doch mal inne, überlege, was du eigentlich wirklich möchtest und laufe nicht nur von einem ins nächste, nur damit du gelaufen bist. Und das fand ich sehr schwierig. Und wie gesagt, ich fand es manchmal sehr egoistisch in Bezug auf die Tierwelt, auf wie sie mit Menschen agierte. Und das fand ich ein bisschen schwierig zu verfolgen. Es war okay, weil wir in der Karibik unterwegs waren, hier wirklich viel von den Einheimischen erfahren haben. Auch ein paar schöne Bilder hier mit drin sind, auch wie sie hier in den verschiedenen Gruppen so agiert hat, aber alles in allem tatsächlich einer der etwas schwächeren Bände, was ich tatsächlich schade finde, aber ich habe es trotzdem natürlich gelesen. Das nächste Buch ist der Auftakt einer aktuell zumindest vermeintlichen Dilogie. Ich glaube aber durchaus, dass es weitere Bände geben wird. Und zwar Alchemistin Widerwillen von Gigi Panyan. Es gibt aktuell 2 Bände, aber in dieser Art Cozy Fantasy Crime könnte ich mir vorstellen, so ähnlich wie bei Helen Harper in der Magic-Reihe, dass man hier durchaus ein paar Geschichten noch mehr erzählen kann. Ja, wir treffen auf Zoe, die schon sehr lange lebt. Sie ist eine Alchemistin und sie ist jetzt nach Portland gezogen. Sie möchte jetzt auch hier ein neues Leben anfangen. Sie möchte hier ein bisschen länger verweilen
und kauft sich jetzt eben ein Haus, das doch so ein paar Umbaumaßnahmen eigentlich notwendig hat. Und als sie dann eben die Umzugskartons auspackt, findet sie einen entsprechenden Gorgoyle. Und sie ist gar nicht so überrascht darüber, dass da ein entsprechender Gorgoyle vor ihr steht, der auch dann direkt eben mit ihr spricht, der auch sagt, anhand dessen, dass du hier nicht überrascht bist, weiß ich, dass du genau die bist, für die ich dich halte. Und er stellt sich als Dorian vor und ja, sie erkennt ihn von früher wieder, beziehungsweise auch er weiß, dass sie die gleiche Person ist als einst in Paris, glaube ich, als sie aber eigentlich sagt, das war ihre Großmutter, der dieser Buchladen, glaube ich, war es, gehörte oder Antiquitätsladen. Und er aber sagt, anhand dessen, dass du hier nicht über mich überrascht bist und dass ich spreche, bist du genau die gleiche Person. Und er entlarvt sie als Alchemistin. Er durchschaut sie doch recht schnell und er ist ja auch relativ schnell dabei, ihr zu sagen, dass er ihre Hilfe braucht. Doch dann treffen wir auch noch einen toten Handwerker auf der Veranda von Zoe. Und sie kann sich im Grunde ihr normales Leben, das sie angestrebt hat, auch erstmal so ein bisschen abschminken und muss sich davon verabschieden. Denn ja, Zoe muss ihre Unschuld beweisen und den Mörder finden und natürlich gleichzeitig auch Dorian bei seinem Problem helfen. Ich fand, es war ein sehr gelungener Auftakt einer ja, cozy Fantasy-Crime-Geschichte, die sehr locker und sehr schönen Humor innehatte. Ich mochte den Stil richtig gerne von Chichi Pandian. Sie hat mich sehr schnell mitgenommen. Es war locker, es war leicht, es war direkt in die Situation geschmissen. Wir haben recht schnell viel über Zoe erfahren, über ihr Leben. Erfahren das natürlich auch innerhalb der weiteren Geschichte, wie sie so zurückblickt auf viele Jahrhunderte Leben, was es mit der Alchemistin in ihr so auf sich hat, wie ihr Leben auch so verließ. Und selbst wenn ich jetzt nicht der größte Krimi-Fan bin, ist dieser Crime-Faktor hier tatsächlich doch eher so ein bisschen geringer gehalten, weil ich fand diese Prise Crime, diesen Krimi-Anteil sehr gelungen. Gerade mit diesem etwas gemütlicheren Fantasy-Anteil, der hier drin war, das hat mir richtig einen Spaß gemacht. Die Spannung während der Mördersuche war sehr gut gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht ganz so dieses Rätselraten mag, fand ich es tatsächlich gut, welche Wege uns gezeigt wurden, wo die Spuren so ein bisschen hinführten. Und ich mochte eben, dass wir anfangs so ein bisschen langsamer in die Geschichte hineingekommen sind. Es hätte vielleicht eine Spur zügiger starten können, aber so haben wir natürlich sehr viel auch erfahren. Mittendrin gab es so mal die ein oder andere Länge, wo ich schon dachte, jetzt drehen wir uns irgendwie 30 Seiten im Kreis und irgendwie nichts passiert und jetzt erzählt sie auch ihre Geschichte irgendwie nochmal jemand anderen. Hätte es für mich nicht gebraucht, weil ich bin ja die ganze Geschichte dabei. Man muss mir das ja nicht 10-mal erzählen, nur weil man es jemand anderen 10-mal erzählt. Ich meine, es gibt ja oft die Lösung zu sagen, so, ich erzähle Person A sehr ausführlich etwas und sage dann, okay, und Person B erzähle ich gerade das Gleiche, was ich auch schon Person A erzählte. Ich finde, so kann man Geschichten ja durchaus auch erzählen, ohne dass man eben 3-mal eine Wiederholung in irgendeiner Art und Weise macht. Die Charaktere habe ich aber sehr ins Herz geschlossen, besonders den Gargoyle Dorian. Den fand ich einfach großartig und habe ihn mir so ein bisschen vielleicht vorgestellt wie in der Reihe von Kerstin Gier, Rubinrot. Da gab es ja auch so eine Art Steinfigur. War das nicht auch ein Gorgoyle, so ein Wasserspeier? Zumindest wie er in den Büchern war, in der Serie war er ja sehr missglückt, also in der Verfilmung. Aber ich fand ihn super sympathisch. Er wirkte so ganz lustig, wie er auf Probleme irgendwie hingearbeitet hat, wie er versuchte, die zu lösen, wie er mit Zoe agiert hat. Ich mochte seinen Humor, diese feine Prise sehr, sehr gerne. Und wir lernen ja auch Zoe richtig gut kennen. Ich mochte ihre Ich-Perspektive tatsächlich sehr gerne, weil wir sehr nah an den Gedanken waren, an den Gefühlen waren, an all dem, was ihr irgendwie passierte. Ich fand auch ihre Art sehr sympathisch und mochte es wirklich super gerne, wie ja, sie so ein bisschen agiert hat. Was mich aber oftmals stört an diesen älteren Menschen oder Lebewesen, egal ob es dann Vampire sind oder in dem Fall eine über 300-jährige Alchemistin, ist, dass sie sich nicht verhält, als hätte sie 300 Jahre oder mehr Lebenserfahrung. Das finde ich manchmal echt schwierig, da sind wir wieder bei so einem Thema, das ja auch schon bei einem vorhergehenden Buch kritisiert habe, wo ich denke, wenn man eine gewisse eine Lebensspanne hat und man hat Dinge erlebt, dann agiert man ja beim spätestens dritten, vierten Mal, wenn einem etwas passiert, ist man ja vielleicht ein bisschen entspannter. Ne? Man ist nicht mehr so überrumpelt und also wenn das fünfte Mal der Postbote klingelt, ist man am Ende ja auch nicht mehr so aufgeregt wie vielleicht noch beim ersten Mal. Und blödes Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht. Und ich denke mir halt, wenn ich hier 300-400 Jahre auf dieser Welt wandle und schon viel gesehen habe, viel erlebt habe, dann bin ich ja irgendwie so eine alte Seele, von mir aus noch in einem jungen Körper, weil man sieht mir natürlich die 300-400 Jahre nicht an, aber ich
verhalte mich doch irgendwie entsprechend. Und das ist hier nicht gut gelungen. Also für mich hat sich Zoe wirklich eher wie eine 30-Jährige angefühlt, die auch so agiert hat, der Dinge irgendwie zum ersten Mal passiert sind, die mit denen nicht umgehen konnte, die nicht verstand, oh, wie konnte da ein Toter auf der Veranda stehen, die auch so mit dieser Liebesgeschichtsthematik, die so am Rande eine Rolle spielt, nicht so viel anfangen konnte. Und ich so dachte, wie wenn du das alles das erste Mal erlebst. Und das finde ich einfach sehr unrealistisch. Und ja, jetzt befinden wir uns hier in der Fantasy, aber das hat mich auch schon in so manch einer Vampirgeschichte, und damit meine ich nicht unbedingt mal die Bissreihe, gestört, wo ich denke, du bist doch irgendwie 500 Jahre alt, willst du dich nicht auch mal so verhalten? Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, die Reihe von Anne Rice, die ja wirklich sehr alteingesessene Vampire hat, die dann eben auch neue Vampire schaffen. Und da merkt man den Unterschied gewaltig. Also, dass wir hier einen 30-jährigen Louis zum Beispiel im Interview mit einem Vampir haben, aber eben einen, was weiß ich, 150 Jahre alten Lestat, und da merken wir diesen Unterschied. Also das war so gut geschrieben, und ich denke mir halt so, ach, wenn ich heute 400 Jahre alt bin, dann möchte ich bitte ganz entspannt sein, und da darf mich nichts mehr überraschen oder verwundern, und ich möchte einfach chillig mein Alchemistinnenleben leben. Ja, die anbahnende Liebesgeschichte, machen wir jetzt mal hier so ein bisschen weiter, die fand ich ganz schön. Ich mochte, dass sie nicht zu vordergründig war, aber ich bin hier tatsächlich neugierig, wie es weitergeht, und Band 2 ist ja auch schon da. Also ich könnte mir vorstellen, dass er in den nächsten 1-2 Monaten auch bei mir einzieht und ich dann auf jeden Fall auch weiter lesen werde, was hier so mit Zoe ein bisschen passiert, was hier so die Liebesgeschichte ist, welchen Crime-Fall wir vielleicht als nächstes irgendwie haben. Und ich mochte dieses Gefühl, diese Mischung, diesen Wohlfühl-Roman also tatsächlich richtig gerne. Also es hat schon Spaß gemacht, mit den 1-2 Kritikpunkten, die dann irgendwie dazu fehlten, dass es vielleicht ein Highlight wirklich wurde. Aber ich habe die Geschichte sehr gerne gelesen und habe mich da gut unterhalten gefühlt. Und wirklich jeder, der so ein bisschen Einstiegs-Fantasy sucht, der ist hier wirklich absolut richtig. So ein bisschen anfänglich diese Welt der Alchemisten, der Gargoyles und was da so ein bisschen drumherum ist mit so einem kleinen Crime-Aspekt. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und hat mich sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Es wurde ein bisschen asiatisch. Wir sind Richtung Japan unterwegs mit Das Mondscheincafé von Mai Mochizuki. Ein Buch, das mir einfach vom Cover super gut gefallen hat. Allein, dass man hier so süße Katzen sozusagen sieht. Und wir haben hier eine japanische Autorin, die tatsächlich bereits einige Preise gewonnen hat. Das Buch ist aber das erste, was auch in deutsche Sprache übersetzt wurde. Und wir haben hier ein kleines Café, welches immer aus dem Nichts, aus nachts erscheint, eben immer wenn der Mond scheint und von Katzen geführt wird. Diese Katzen sind aber nicht in der Größe, wie wir unsere Katzen kennen, sondern schon eher so menschengroß. Und das Katzencafé bzw. das Mondscheincafé zeigt sich Menschen, die wichtige Antworten auf ihr Leben, auf Lebensfragen benötigen. Wir begleiten einige Menschen, die sich mit ihrem Leben die so ein bisschen rumhadern, die ihre Probleme haben, die nach Antworten suchen und die eben jetzt von diesen Katzen im Mondscheincafé eben Antworten bekommen. Sie bekommen aber nicht nur Antworten, nein, sie bekommen auch ein spezielles Menü, was nur für sie ausgewählt wurde. Man kann da also auch nicht regulär irgendetwas bestellen, sondern ja, man bekommt eben etwas vorgesetzt, was einen eben gerade auch helfen soll. Und es ist eben so ein kleiner Gruß aus der Küche. Und wir bekommen hier nicht nur Lebenstipps und so ein bisschen Selbstreflexionsfragen und Selbstfindungsfragen von den Katzen, sondern es geht hier auch sehr viel um Astrologie, um das eigene Horoskop, wo irgendwie die Häuser stehen, welche Bedeutung das hat, was das vielleicht auch für eine Auswirkung auf das Jetzt hat. Und alle leben Menschen, die wir hier im Grunde erleben, deren Schicksale sind auch miteinander verbunden, verwoben. Die Leben hängen irgendwie zusammen und im Großen und Ganzen hat man hier eben einen roten Faden auch in der Geschichte, was dann eben das große Ganze ergibt. Ich mochte den Schreibstil sehr gern. Ich bin der asiatischen Literatur ja sehr positiv gegenübergestellt. Ich lese sehr gerne etwas und das wird man dann, glaube ich, auch im nächsten Buch sehen, da sind wir dann in Tokio. Und mir hat es hier sehr gut gefallen, wie der Stil sehr typisch war. Er war sehr leicht, er war wirklich sehr wohlig und er war ein bisschen untypisch atmosphärisch. Denn das Mondscheincafé, auch die Gefühle, die Emotionen, die sind hier sehr gut rübergekommen. Oftmals ist das ja ein bisschen distanzierter in asiatischer Literatur, aber ich mochte es sehr gerne. Ich konnte gut entspannen, ich habe mich gut aufgeholt gefühlt, ich habe mich sehr wohl gefühlt mit der Geschichte rund um die Charaktere. Ich fand auch das Astrologie
Chemie-Thema tatsächlich ganz spannend. Das war schon mal so ein bisschen was, wo man wieder eintaucht. Ich selbst finde das auch sehr interessant für mich selbst. Muss aber schon sagen, dass es mir manchmal zu ausholen war, zu detailreich war, zu sehr in Häuser und Unterhäuser geblickt wurde. Und ich so dachte, ja, das würde mich wahrscheinlich für mich selbst interessieren, aber es interessiert mich eben in der Regel nicht für andere Menschen. Und wenn man jetzt eben nicht selbst weiß, ob das vielleicht, was hier erzählt wird, auch auf einen selbst zutrifft, ist es immer ein bisschen schwierig. War dann eben auch manchmal so ein bisschen wiederholend. Und ich dachte mir, ja, es würde mich halt für mich interessieren, aber nicht für irgendwelche Charaktere, fiktiven Charaktere in einem Buch. Die Charaktere sind mir oft zu schnell erschienen. Also das ist was, was man schon gemerkt hat. Die erste Geschichte, die fand ich noch richtig schön, rund um die Drehbuchautorin Mitsuki, hat mir aufgeschrieben. Das fand ich noch richtig schön, das war ausholen, man konnte mitfühlen, man konnte sich in sie hineinversetzen, man konnte so auch mitfühlen und mitgehen und hat da so ihren Weg verstanden. Danach kamen die Charaktere ein bisschen schneller, ein bisschen weniger tiefgründig und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich mir doch mehr Tiefgang gewünscht habe. Man merkt auch, dass es eine recht kurze Geschichte ist mit knapp 200 Seiten. Ich glaube tatsächlich, dass diesem Buch 50, 60, 70 Seiten besser getan hätte, wenn man eben da einfach nochmal so ein bisschen ausgeholt hätte über die einzelnen Charaktere. Ich fand die Idee sehr schön, die hier mitgegeben wurde, dass der Mensch eben verschiedene Lebensphasen hat, die eben auch so ein bisschen altersabhängig sind und dass, wenn man eben gewisse Lektionen in diesem Lebensabschnitt noch nicht gelernt hat, mitgemacht hat, gefühlt hat, dass man dann im Grunde irgendetwas verpasst hat und man muss das eben erst nachholen und nachlernen, bevor es dann eben weitergehen kann. Und das fand ich tatsächlich ganz schön. Und auch als diese Phasen, diese Lebensphasen so erklärt wurden, habe ich mich tatsächlich gerade in einem Switch sehr wiedererkannt und dachte, stimmt, da hast du tatsächlich irgendwas nicht mitgenommen und es 2, 3 Jahre später erst entdeckt. Und ich weiß nicht, ob dann die Lebensphasen sich so ein bisschen verschieben, aber ich mochte diesen Gedanken sehr gerne. Der war hier auch sehr präsent und sehr ausführlich. Und ich glaube schon, dass wir Menschen auf dieser Welt sind, um eben Aufgaben zu erfüllen, dass wir Phasen erleben, dass wir voll ausschöpfen in dem, wo wir gerade sind. Und es ist eine sehr schöne Vorstellung, dass es hier eben um das Leben geht und nicht, wie bereichert uns irgendetwas, sondern wie bereichern wir die Welt und was ist eben wichtig, welche Wege man einschlägt. Und das mochte ich hier sehr gerne. Also ich fand es ganz toll, wie wir eben da so ein bisschen eingestiegen sind in die Astrologie, Charaktere kennengelernt haben. Ein bisschen mehr Tiefgründigkeit hätte ich schön gefunden und eben auch einfach ein bisschen weniger detailreiche Astrologie, dafür tatsächlich ein bisschen mehr Charaktertiefe. Ganz toll war aber die Idee des Mondscheincafés, das einfach auftaucht, das Katzenbedienstete hat. Das mochte ich sehr gerne, gerade wenn ich so an meine Katzen denke und denke, oh ja, ihr könntet mir auch mal einen Kaffee vorbeibringen, aber sehr, sehr schön. Große Empfehlung, hat mir wirklich sehr gut gefallen und wer sich vielleicht an dem Astrologie-Thema da noch mehr erfreut wie ich, da hat hier bestimmt ein kleines Highlight. Und das nächste Hörbuch brachte mich nach Tokio und zwar Die einsame Buchhändlerin von Tokio von Nanako Hanada. Ein Hörbuch, das ich als Rezensionsexemplar erhalten habe, was mich natürlich sehr angesprochen hat, weil, wie gesagt, ich sehr gerne auch im Asiatischen unterwegs bin. Ich lese da sehr gerne die Geschichten von und hier ist besonders, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, der Autorin. Wir haben im Grunde ein autobiografisches Sachbuch, das aber in einer Art Erzählform uns erzählt wird. Also es wirkt nicht so, wie wenn wir sie wirklich biografisch begleiten, sondern sie hat hier schon einen Roman geschaffen. Und ich fand es tatsächlich ganz spannend, dass es vorher wohl Essays waren, die auf einem Webmagazin veröffentlicht wurden und die waren aber dann so erfolgreich, dass man dann eben ein Buch daraus gemacht hat und dann sogar jetzt über eine TV-Adaption nachgedacht wird. Und ich kann so viel sagen, ja, das kann ich mir definitiv auch als Serie oder kleinen Film vorstellen. Ich bin ein bisschen irritiert über den deutschen Titel, das muss ich wirklich sagen, weil ich zu keinem Zeitpunkt der Geschichte den Eindruck hatte, dass Nanako einsam ist. Ich finde das ein sehr krasses Wort und ich habe mir dann Spaß gemacht, diesen original japanischen Titel zu nehmen und die Übersetzung des Original ist es: Im Laufe eines Jahres habe ich auf einer Dating-Seite 70 Menschen kennengelernt und ihnen Bücher empfohlen, die zu ihnen passen. Und ja, man muss natürlich sagen, geht sehr schwer von der Zunge, klingt natürlich nicht so gut wie Die einsame Buchhändlerin von Tokio, aber ich finde, da kommt kein Mal das Wort einsam darin vor und ich glaube, das hätte man auch noch ein bisschen spritziger tatsächlich übersetzen oder dann erzählen können. Ja, wir haben hier eben die Autorin Nanako, die uns aus ihrem Leben erzählt, dass sie gerade sich von ihrem Freund getrennt hat, so ein bisschen nicht richtig weiß, wo sie gerade hingehört, auch nicht so richtig zufrieden ist mit ihrem Buchhändlerjob. Und irgendwie stolpert sie dann über eine Dating-App und die heißt 30 Minutes, also 30 Minuten. Und ja,
ist so ein bisschen das Ziel, dass man sich eben 30 Minuten austauscht. Das sind sehr spontane Treffen. Und sie möchte eigentlich den Mehrwert geben und den Menschen, die sie trifft, eine Buchempfehlung geben. Allerdings sind die ersten Männer, die sie so trifft, eher an etwas anderem interessiert als tatsächlich Buchtipps. Und so kommt sie da so ein bisschen ab, das nicht so als Dating-Plattform zu sehen, sondern eher als Kennenlern-Plattform. Und das funktioniert relativ gut, weil sie dann eben auch Frauen trifft und auch Männer, die sie vielleicht nicht gedatet hätte, die trotzdem eine interessante Geschichte haben. Und all diesen Menschen versucht sie eben eine Buchempfehlung zu geben. Und sie merkt recht schnell, dass das gar nicht einfach ist, selbst wenn man viele Bücher kennt und auch den Menschen ein wenig kennengelernt hat, braucht man natürlich immer so ein Argument, warum man sagt, gerade dieses Buch empfehle ich dir, weil es in dem und dem Punkt zu dir passt. Und das ist natürlich was, wo ich mich als Vielleserin auch sehr wiedererkannt habe, denn es gibt natürlich 10 Bücher, die ich gefühlt wirklich jedem empfehlen könnte, aber dann immer herauszupicken, warum gerade diesen Menschen dieses Buch, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil man dazu den Menschen schon ein bisschen besser kennen muss. Und ja, sie lernt also viele neue Menschen kennen und wir erfahren dann sehr viel über sich selbst, weil sie natürlich gerade rund um dieses Lesen und Bücher und auch ihren Job und das Leben sehr viel nachdenkt, sehr viel selbst reflektiert. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir hier lesen können oder eben auch hören. Es ist definitiv eine Hommage an das Lesen, an die Liebe zu Büchern und das fand ich schön. Ich fand es sprachlich sehr, sehr, sehr gelungen. Ich mochte es sehr gerne, wie Nanako uns hier abholt, mitnimmt, wie sie die Begegnungen mit den Menschen im Grunde auch erzählt. Es war locker, es war leicht und ich fand auch einfach die Treffen so toll. Ich fand, sie waren sehr respektvoll, sie waren sympathisch. Es hat sich wirklich so sehr einnehmend angefühlt. Also man wäre gerne mit bei diesen Treffen gewesen. Man hätte gern diesen Austausch erlebt und die einzelnen Geschichten, die so zusammengeführt haben. Und jetzt weiß man natürlich selbst, dass 30 Minuten gar keine so lange Zeit ist. Und ich fand es schön, welche Menschen sie kennengelernt hat, welche sie uns dann eben auch näher gebracht hat und auch wie das am Ende so ein bisschen zu einem größeren Buchevent wurde, fand ich richtig, richtig schön. Und eigentlich ist das Lesen ja ein sehr einsames Hobby. Man macht es in der Regel alleine. Und man merkt aber hier, dass gerade durch den Austausch mit Büchern man eben nicht vereinsamt, sondern eben ja immer im Gespräch ist mit Menschen, die man kennt, Menschen, die man liebt, aber auch Menschen, die man frisch kennenlernt. Und ich finde, so manche Party, manche Veranstaltung, manches Treffen mit Fremden, sobald man auf das Thema Bücher kommt und der Gegenüber auch ein bisschen offen ist, hat man direkt ein Thema und kommt in den Austausch. Und das merke ich ja selbst auch mit meinem YouTube-Kanal, wie viele Menschen ich dadurch kennengelernt habe, wie viele einfach man sofort ein Thema hat, wenn man sich auf einer Buchmesse trifft, bei einem Booktuber-Treffen und wie toll das ist, dass man eben immer auf dieses Thema zurückgreifen kann und sagt, okay, das verbindet uns. Und das fand ich einfach richtig, richtig schön. Ich fand die Selbstreflexion und auch diese Selbstfindung richtig schön von ihr erzählt und auch den eingestreuten Humor fand ich fast ein bisschen untypisch für Japan, aber sehr schön gewählt, sehr passend und wirklich hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ab der Mitte hat es so sprachlich ein bisschen einen anderen Ton bekommen, beziehungsweise hat sich da auch das Thema so ein bisschen verlagert. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, da hat mir die erste Hälfte definitiv besser gefallen. Denn in der zweiten Hälfte wurde der Fokus auf ein bisschen was anderes gelegt. Und es war ein bisschen wiederholend und man ist nicht so richtig weitergekommen, was nicht wirklich schlimm war, aber wo ich so dachte, wäre doch die zweite Hälfte genauso spritzig gewesen und unterhaltsam wie die erste, dann wäre das definitiv ein Highlight geworden. Wir erfahren sehr viel über das Leben in Japan, auch über die japanische Literatur und so manches habe ich beim Hörbuch versucht, dann auch mal zu ergoogeln oder mal bei Amazon natürlich zu schauen, ob ich da die Autoren finde, die Buchtipps. So manches Buch habe ich gefunden, allerdings oftmals nicht übersetzt und es ist fast klar, denn auch es gibt auch viele deutsche Bücher, die nicht in alle Welt sozusagen ja im Grunde übersetzt werden. Und ich glaube, da ist Japan wahrscheinlich noch ein kleinerer Markt als Deutschland. Und dass man sagt, okay, was wird da wirklich übersetzt? Ich glaube, so den großen Übersetzungsrahmen hat man einfach aus den USA oder dann natürlich auch aus Großbritannien. Aber dass man dann wirklich dass man ein deutsches Buch in Japan veröffentlicht, ist, glaube ich, trotzdem die Möglichkeit ein bisschen geringer, wie eben auch oft umgekehrt, dass man sagt, okay, es gibt so viele tolle japanische Autorinnen, ob man die dann alle tatsächlich findet. Und ich habe tatsächlich auch mal bei Fabienne von Japan Connect nachgeguckt. Ich packe ihren Kanal auch mal in die Infobox gerade, wenn ihr vielleicht mal nach asiatischer Literatur sucht und habe gesagt, ist das denn wirklich so üblich, dass 90% der Literatur, die man in Japan, in Asien liest, tatsächlich aus dem eigenen Land ist? Und das hat sie aber so ein bisschen erklärt und auch gesagt, dass das nicht ganz so der Wahrheit entspricht, sondern man natürlich auch viele Übersetzungen hat von den großen Autoren. Und das fand ich tatsächlich eigentlich ganz spannend. Fabienne, wenn du das siehst und noch ein bisschen was ergänzen möchtest, super gerne in den Kommentaren. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil von den vielen Buchtipps, die gegeben wurde, ich glaube nur 3 oder 4
übersetzte Bücher dabei waren, wo ich tatsächlich auch schon zwei davon gekannt habe und dachte, ja, Jack Kerouac und noch irgendwas habe ich auch gelesen. Yippie. Aber es ist schon sehr schön, wenn man einfach so in dieser Buchbubble ist und dann eben wirklich auch in dem Buch alles sich darum dreht. Es ist natürlich immer schwierig, eine Biografie zu bewerten, denn ich möchte ja nicht das Leben bewerten, aber natürlich, wie es mir erzählt wurde. Und ich glaube, das kann man ganz gut, indem man sagt, ja, es hat alles gepasst, bis auf etwas irgendwie so die zweite Hälfte, wo es ein bisschen holpriger wurde, wo der Fokus sich verlagert hat. Aber sonst hat mir diese Selbstfindung von Nanako Hanada wirklich sehr gut gefallen und hat mir definitiv Japan und auch die japanische Literatur noch näher gebracht, als ich eh schon dachte, sozusagen zu wissen. Und es wird definitiv ein Land, was immer näher so ein bisschen rankommt, dass ich das auch irgendwann mal bereisen möchte. Mal gucken, wann. Ist nicht ganz oben irgendwie auf meiner Reiseliste, aber ich glaube, irgendwann muss es für mich auch wirklich so ein bisschen in diesen asiatischen Teil gehen, weil ich das wirklich sehr spannend finde und auch von der Kultur einfach so mal ein bisschen anders erlebe und ich hier sehr neugierig werde. Also, die einsame Buchhändlerin von Tokio, schaut es euch an, ist wirklich auch eine so Perle in der Literatur, die mir wirklich gut gefallen hat. Wir befinden uns zwar im Juli, aber ich habe dennoch zu einem Buch mit Juni im Titel gegriffen. Und zwar Jedes Jahr im Juni von Lia Lewis. Ein Buch, was ich über ein Tauschpaket erhalten habe, was mich sehr angesprochen hat. Sowohl natürlich so ein bisschen, wie es aussieht, das Pink, das fand ich ganz schön, die sommerliche Stimmung. Und ja, habe mich sehr dann auch auf dieses Buch gefreut. Passte jetzt natürlich einfach in den Sommer, in mein Urlaubsfeeling und einfach in dem Lese- und Gefühlsflow, in dem ich so ein bisschen war. Also mich hat das Cover wirklich total angesprochen, richtig, richtig schön. Ich mag auch den Titel, so dieses Jedes Jahr im Juni, das verspricht ja auch so ein bisschen was. Es gibt auch noch, ich glaube, zwei andere Bücher der Autorin, die ich aber nicht kenne und die mich zwar auch so ein bisschen vom Klappentext ansprechen. Mal sehen, ob ich da vielleicht nochmal ein Buch probiere. Ja, wir treffen hier auf Emmy, die als Kind einen roten Ballon gen Himmel fliegen lässt und Lukas antwortet ihr dann auf ihren Brief und seitdem sind sie auch befreundet. Und Emmy spürt recht bald, dass sie ja in Lukas eigentlich eine Art Seelenverwandten sieht. Sie verliebt sich, sie hat große Gefühle für ihn und sie treffen sich eben jedes Jahr im Juni wieder und unterhalten sich, holen sich so ein bisschen in dieser Freundschaft ab. Und Emmy erhält auch jedes Jahr ein besonderes Geschenk. Und irgendwann ist die Liebe, Zuneigung von ihr so groß, dass sie eigentlich darauf hofft, dass er ihr endlich auch die Liebe gesteht und sie selbst nimmt sich vor, jetzt eigentlich beim nächsten Treffen ihm das endlich zu sagen, dass sie schon lange in ihn verliebt ist. Doch es kommt ein bisschen anders, als sie es denkt, denn bei dem Treffen, bei dem wir dann sozusagen dabei sind, hat er eine ganz andere Nachricht für sie, denn er möchte von ihr, dass ja, sie sein Trauzeuge, seine Trauzeugin so rum wird, denn er möchte heiraten und das ja, bringt natürlich ihre Pläne ein bisschen durcheinander. Ich habe das Buch an zwei sonnigen Nachmittagen durchgelesen und bin wirklich sehr gut durch diese lockere, leichte Geschichte gekommen. Ich fand es richtig schön geschrieben, es war einnehmend und es hat mich einfach auch so ein bisschen wohlig zurückgelassen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mit der Zeitform nicht ganz so glücklich war, denn wir beginnen eigentlich im Jetzt und sind an dem Punkt, wo im Grunde, Emmy erfährt, dass Lukas eben heiraten möchte und dann erzählt sie uns rückblickend so die Juni in der Vergangenheit. Und das fand ich echt ein bisschen schade, das fand ich eine vertane Chance, denn ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn wir bei der jungen Emmy anfangen und so miterleben, wie sich die Liebe, die Freundschaft, dieses Gefühl des Seelenverwandten aufbaut. Und das fand ich tatsächlich echt ein bisschen störend, denn ich wollte nicht einfach immer nur in die Vergangenheit blicken und eigentlich ja schon wissen, wo es hinführt. Ich fand auch einige Zeitsprünge nicht so gut gewählt, beziehungsweise hat mich das manchmal verwirrt, weil die nicht so gut dargestellt waren. Und ich hätte es intensiver, emotionaler gefunden, wenn ich bei dieser Entwicklung hätte dabei sein dürfen und ich nicht im Grunde schon das Ergebnis habe, weiß, worauf es hinläuft und eigentlich weiß, dass all die Gefühle, die sie rückwirkend irgendwie aufbaut, ja eigentlich irgendwie umsonst sind. Ich mochte aber Emmy tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich ihre Gedanken, Gefühle, wenn die nicht immer ganz zu Ende gedacht wurden, aber ich glaube, so sind wir manchmal, ne? Dass wir so einen Einfall haben und einfach mittendrin denken, so, jetzt mache ich das und manches denkt man eben nicht zu Ende. Und dementsprechend war das natürlich sehr menschlich und sehr authentisch. Ich mochte auch Lukas sehr gerne, wenn er doch auch tatsächlich, obwohl ja die Geschichte auch sich um ihn dreht, sehr blass geblieben ist. Also ich hätte mir hier definitiv noch mehr Lukas gewünscht, mehr Gefühle, mehr Dialoge und auch einfach mehr, dass ich ihn auch kennenlernen kann. Und es gab einige Nebencharaktere, die mal besser, mal weniger gut beschrieben wurden und auch nicht immer so die Handlung vorangebracht haben, was aber gar nicht schlimm ist. Vielleicht wäre hier
ja, weniger tatsächlich auch besser gewesen. Es gab tatsächlich so ein paar spannende Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, die für Liebesromane auch eher so ein bisschen untypisch sind, was mich dazu ganz klar bringt, dass es eher ein Wohlfühlroman mit Liebesgeschichte ist als ein reiner Liebesroman. Ich glaube, da hatte ich einfach so aufgrund des Covers, des Titels, des Klappentextes schon eher eine Liebesgeschichte vor Augen als einen Wohlfühlroman. Und bitte fragt mich jetzt nicht nach meiner feinen Linie zwischen dem einen und dem anderen, aber so vom Gefühl war ich hier auf Kitsch und Liebe und ach, auf alles eingestellt, und es war tatsächlich ein bisschen weniger, als ich erwartet hätte, aber dafür war es wirklich sehr wohlig, sehr schön, und es hat sich auch wirklich gut angefühlt, das so zwei Nachmittage durchzulesen. Und es war jetzt nichts wirklich Besonderes, es war jetzt nichts, wo ich sage, das muss man gelesen haben, aber wenn man es auf dem Sub hat, sollte man der Geschichte auf jeden Fall eine Chance geben, obwohl ich es wirklich schade finde, dass man eben eher rückblickend dabei ist und nicht wirklich aktiv. Das hätte ich mir tatsächlich einfach anders gewünscht. Ich weiß, dass es so eine Geschichte ein bisschen ähnlich von Cecilia Ahern gibt, wo wir auch so ein Freundespärchen begleiten, die dann eben immer merken, okay, ich empfinde doch etwas für den anderen, und dann aber immer gerade das Leben anders spielt. Und ich weiß, dass mir das da eben sehr, sehr gut gefallen hat, dass wir eben aufbauend die Gefühle mitentdecken und mitspüren und die Zweifel, und dass eben das Herz dann bricht, wenn eben der beste Freund sagt, ich möchte dich als Trauzeugin. Und ich glaube, dass ich mir das anders gewünscht hätte. Das erinnert natürlich so eine Spur auch an den Film mit Julia Roberts, Die Hochzeit meines besten Freundes, geht aber doch andere Wege, als es der Film oder auch das Buch von Cecilia Ahern natürlich gegangen sind. Deswegen hier definitiv auch ein bisschen was Innovatives drin, etwas, was man vielleicht nicht in einem Liebesroman erwartet. Also schon eine bedingte Empfehlung. Es war halt so ein klassisches Okay-Buch, was mich gut unterhalten hat, aber mir wahrscheinlich nicht lange in Erinnerung bleiben wird und auch nicht sehr viel an Emotionen in mir aufgerüttelt hat. Und last but not least durfte es auch ein bisschen wässrig werden. Wir sind inmitten der Wasserwelt von Liz Braswell. Braswell, richtig. Eine Twisted Tales Geschichte, die eben das Leben von Ariel ein bisschen auf den Kopf steht. Und Ariel gehört definitiv zu meinen Top 5 Lieblings-Disney-Filmen, ist, glaube ich, auch der meistgesehene, neben Die Schöne und das Biest vermutlich, würde ich sagen. Was natürlich auch einfach am Alter der Filme liegt, dass sie eben Ende der 80er, Anfang der 90er erschienen sind. Ich kenne aus dieser Reihe bisher nur die Geschichte rund um Anna und Elsa von der Eiskönigin. Die fand ich so okay, habe auch nicht viel Erinnerung mehr dran und habe mich trotzdem sehr jetzt auf dieses Buch gefreut. Die ganze Reihe umfasst, glaube ich, 15, 16 Bände und werden auch immer von verschiedenen Autoren und Autorinnen geschrieben. Also tatsächlich sehr unterschiedlich, es macht nicht alles eine, aber umso neugieriger war ich hier. Ja, wir müssen eigentlich das Ende von Ariel kennen, beziehungsweise was kann man da jetzt noch eine Spoilerwarnung geben? Es ist auf jeden Fall anders als der Film. Wir sind im Grunde 5 Jahre weiter und die Geschichte endete nicht wie im Film, sondern Ursula hat über Ariel gesiegt, Triton wurde getötet und Ariel herrscht nun über Atlantica, also die Unterwasserwelt. Sie ist weiterhin stimmlos, sie ist einsam, sie ist traurig, sie trauert um ihren Vater, um Prinz Erik, der eben jetzt mit Ursula alias Vanessa verheiratet ist, und Ursula eben als Vanessa herrscht mit Prinz Erik über sein Königreich. Und dank der tollen Stimme, die sie ja Ariel geklaut hat, hat sie eben alle Macht der Welt und hält eben alles auch in Zügen und nutzt das natürlich auch aus und lebt in großen Reichtum und im Prunkerwelt. Und Ariel ist eben wirklich sehr in sich gekehrt, sehr einsam, sehr traurig. Natürlich trifft sie auf den ein oder anderen bekannten Charakter. Doch es gibt dann ein wenig Hoffnung, als es Gerüchte gibt, dass Triton eben nicht gestorben sei, sondern er noch irgendwie unter uns wandelt, weit, wie auch immer. Und so muss sie eben nochmal an die Meeresoberfläche, um ihren Vater zu suchen, vielleicht auch zu retten. Und gleichzeitig möchte sie eben auch Prinz Erik wiedersehen und ihm irgendwie verständlich machen, dass er da die falsche Person sozusagen liebt. Obwohl ja bei Prinz Erik immer sehr kritisch ist, was ich fand, dass er ja nur aufgrund einer Stimme, also natürlich sind Äußerlichkeiten noch viel doofer, wenn jemand nur wegen des Aussehens, wegen den roten Haaren jemanden toll findet, aber nur wegen der Stimme, ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte großen Spaß mit der Geschichte und ich hatte es eigentlich gar nicht so erwartet. Muss echt sagen, dass es für mich ein kleines Highlight sozusagen wurde. Es war
überraschend originell, es war spannend, ich fand die Idee und auch den Stil richtig, richtig toll. Ich habe das super gerne gelesen, natürlich eher für jüngere Leser, keine Frage, es ist ein sehr leichter Stil, einfach gehalten, nicht zu spannend, nicht zu düster, aber tatsächlich richtig, richtig coole Idee. Ich fand es toll, dass die Geschichte im Grunde alternativ weitererzählt wurde und nicht innerhalb der Geschichte im Grunde eine Wendung passierte, sondern man eben das bekannte Ende nahm, es verändert hat und anders weitererzählt hat. Und es gab einige Wendungen, die ich einfach nicht erwartet habe. Es funktioniert für mich als eine Art alternative Fortsetzung richtig, richtig gut. Ich könnte mir da tatsächlich auch einen coolen Film dazu vorstellen. Und ich finde auch die Idee des alternativen Endes tatsächlich sehr spannend. Auch das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Man hätte natürlich nicht das Happy End, was wir in den Filmen kennen, aber es ist sehr gut erklärt worden, sodass man verstanden hat, was sind die Unterschiede. Es wurde auch Bezug so ein bisschen genommen zu der bekannten Ariel-Geschichte. Und das fand ich gut. Ich mochte auch die Charaktere. Ich bin ein großer Ariel-Fan, nicht unbedingt vom Prinz Erik, aber der bleibt auch hier eher so ein bisschen nebensächlich. Ich finde Ursula als Bösewicht richtig gut gezeichnet und wir treffen natürlich auch andere bekannte Charaktere wieder, die richtig tolle Facetten bekommen haben, die tiefgründig gezeichnet wurden und mir gefiel das richtig, richtig gut. Ich war ein bisschen irritiert, dass wir so viel eigentlich oberhalb auf der Welt waren, also dass es eher Ursulas Geschichte ist als Ariel, weil natürlich das mit der Wasserwelt ein bisschen irritierend ist. Aber natürlich wollte man eine Anspielung zu Ariel haben. Ich hätte mir mehr Ariel, mehr Unterwasserwelt gewünscht, weil ich einfach gerne im Wasser, im Meer unterwegs bin und auch das tatsächlich so die Lieblingsphasen im Ariel-Film für mich sind. Und ich glaube, das schon der Anfang war, dass ich gerne schnorchel und tauchen gehe und einfach diese Welt großartig finde. Ich wäre, glaube ich, lieber die Meerjungfrau geworden als Ariel zum Menschen, aber das können wir dann ja in Ariel 2 sehen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, das hätte tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Spannung und Unterschiedlichkeit in die Geschichte gebracht. Und man muss schon sagen, dass trotz der Spannung, die erzeugt wurde, es doch so die ein oder andere Länge gab, wo ich dachte, oh bitte, lasst uns einfach weiterkommen. Ich glaube, man hätte durchaus 50, 60, ja, also wir haben 470 Seiten, man hätte da auf jeden Fall die ein oder andere Seite sparen können. Was haben wir hier? Twisted Tales, Spieglein, Spieglein, Dunkle Schatten, Mulan, die finde ich tatsächlich auch sehr spannend, Elsas Suche, das hatte ich gelesen und auch Die Schöne und das Biest gibt es. Ja, alles in allem wirklich ein tolles Jugendbuch, das mir echt Spaß gemacht hat, ein Twisted Tale, wo ich wirklich überrascht war, dass es mich so begeistern konnte, unterhalten konnte und bis auf die ein oder andere Länge und das zu viel auf der Erde und zu wenig am Wasser sein, kann ich eigentlich nicht meckern. Hat mir richtig gut gefallen, super gut unterhalten und ich muss auch sagen, ich habe dann im Urlaub auch direkt Ariel nochmal geguckt. Ja, kann mich auch heute mit über 40 noch mega unterhalten und wie gesagt, ich sehe das mit Prinz Erik durchaus ein bisschen kritisch. Aber gut, es ist halt ein Disney-Kinderfilm. Ja, das darf man manchmal nicht zu ernst sehen, ne? Weil dann wäre auch Die Schöne und das Biest sehr kritisch zu betrachten und auch so manch andere Geschichte, aber ja, wir wollen ja nicht. Na, also von daher, richtig tolle Geschichte, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und das waren sie jetzt, die letzten 8 Bücher des Julis, also richtig was zusammengekommen, auch wirklich tolle Bücher mit dabei. Und auch wenn ich ihr Highlights möchte und die großartigen Geschichten, muss man sich manchmal wahrscheinlich eben auch einfach mit den guten Geschichten so ein bisschen zufrieden geben und dann eben wirklich eher nach den Highlights suchen. Ich merke schon, ja, mein Herz schlägt definitiv für die Fantasy und das habe ich auch, glaube ich, diesen Monat sehr gut gemerkt, wo ich so meine Highlights ein bisschen setze. Wobei, ich glaube, es waren jetzt ja an den Highlights tatsächlich eher auch wieder so ein bisschen was Tierisches. Das war ja wirklich für mich ein Highlight. Und ja, wenn es dann auch so ein bisschen ja, magischer wird. Ja, mag ich auch sehr gerne. Was war euer Highlight und oder auch euer Flop im Juli? Lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen, auch ob ihr eins der von mir gelesenen, gehörten Büchern kennt und wie ihr sie so fandet, ob ihr Tipps habt für die Twisted Tales, ob ihr da wirklich einen Band habt, wo ihr sagt, das ist wirklich ein Highlight. Lasst uns gerne in den Austausch gehen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.